So, da sind wir wieder zur zweiten Daily Challenge heute. Am 6. Verdammt, das ist Nikolaus. Damit. Und weiter? Ja, es ist halt Nikolaus. Denkt man gar nicht mehr drüber nach, wenn man aus dem Alter raus ist, wa? Wie schnell das doch vergeht. Samson. Samson ist gut, Samson ist lustig. Und wir müssen Megastan killen. Aber wir sind nicht im Hard Mode, weil das Ding ist nicht rot. Das heißt also, es droppt mehr HP. Sticky Wombshot ist nicht schlecht. Und da mehr HP droppt, ist es auch gar nicht so schlecht. Puff. Wenn wir ein bisschen Schaden nehmen. Das erhöht ja den Schaden, den wir raushauen. Und relativiert sich deswegen bei Samson relativ schnell. Ach, das ist ja ein Ding, die können wegspringen und dann gehen die Dinger. Das ist ja interessant. Solange sie sich bewegen, bleibt es dran haften, aber wenn sie springen, dann geht's ab. Der. Die. Haftbombe. Ja, weil es vielleicht mit unendlicher... Ah, fuck, ein bisschen zu dicht dran gewesen. Mit unendlicher Geschwindigkeit fortbewegen. Wirklich? Und vielleicht kann die Sticky Träne nicht mit unendlich Geschwindigkeit beschleunigt werden. Wirklich? Ah! Der war zu dicht dran. Na gut, der war recht kurz. Das hätten wir auch direkt am Anschluss von dem anderen Run machen können. Ja, jetzt im Nachhinein betrachtet, machen wir auch einen Standard Run, wa? Ich dachte, wir machen jetzt mit dem Adventskalender weiter. Ich lade jetzt kein 30-Sekunden-Video hoch. Wieso, die Leute sind eh schon gewohnt, dass du nicht mehr jeden Tag eine Challenge hochlädst, also von daher. Ja, wenn, dann will ich ein richtiges Video hochladen. Ich sehe so ein Popeldingens. Außerdem wäre es nicht 30 Sekunden. Wir machen mal. 2 Minuten, 3, 2 Minuten. 30. Lilith Greed Mode haben wir noch nicht gemacht. Na klar. Und wenn wir das Game damit nicht kaputt machen, dann. Haben wir trotzdem einen guten Run. Ich dachte, dann ist das Game nicht kaputt. Das außerdem, ja, doch. Da ist was dran. Oh, Black Candle ist ganz wichtig. Okay, was ist unser Item hier? Oder wollen wir wieder neu starten, bis wir die Blank Card sehen? Nee, wir müssen vielleicht einfach mal ein bisschen Anzug machen hier, weil heute ist halt, ich wollte nur noch ein bisschen Arty-mäßig rumspielen und. Ja, gut. Speed Up ist okay. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Das Schwierige bei Lilith ist eigentlich nur der Ultra Greed Fight. Den Rest kannst du als Ulk verbuchen, anhand der Anzahl Begleiter, die man hier spawnen kann. Ja. Die dann irgendwann den Raum filmen auf diesem Punkt. Ah, scheiß Spinne. Immerhin war es ein Raumquier. Könnte schlimmer sein. Da! Verdammt, blöden Penner hier. Aber wir werden noch alle Wellen bis zum Ende machen jetzt in dem Ding.
Ah, die Grütze habe ich voll vergessen. Im Boden. Schaden. Ich muss auch bei so einem Boss mit so viel HP. Was? Nicht fair. Wenn das das Herz gemacht hat. Ne? Damage ab. Jederzeit immer wieder. Gut. Auf geht's! Muss das sein. So muss der Schaden aussehen. Nicht der, den wir haben, aber den wir austeilen. Dass wir alle einen kleinen Schaden haben, steht da sowieso schon fest. Und der Devil Deal ist ein Fight gegen Steven und Gemini. Ach, geht doch. Und der Devil Deal des Tages ist Cube of Meat. Oder Rotten Baby. Und Rotten Baby mit Lilith? Ja. Das ist schön, wenn der Mathematiker die Fliegen spielt. Richtig. Und davon zwei zu haben, kann niemals schaden. Okay. Im Shop haben wir Squeezy. Ein Tier ist ab und HP ab. Auf jeden Fall. Das ist das wert. Mums Pearl Drop Spirit Hearts. Also ein tolles Trink, was man unbedingt kaufen sollte. Und dann schauen wir mal, was es hier Schönes gibt. Ein Penny. Gut. Noch einen Schlüssel kaufen für den Itemraum. Und hier gucken wir auf jeden Fall auch noch rein. Leider nur Bomben. Was hat es mit den Hosen auf sich gehabt? Oh, das waren die. Wenn man durchgehend feuert, kommen irgendwann die Bomben raus. Das war eine schlechte Idee. Das war eine sehr schlechte Idee. Ja, haben wir nicht gemacht. Das vergessen wir auch ganz schnell. Wobei es eigentlich geil ist, weil es bedeutet kostenlose Bomben. Dann gucken wir mal, ob wir den Secret-Raum finden. Na,
das. Da ist er nicht. Dauert zwar jetzt ein bisschen, aber geschissen, das ist ja umsonst die Zeit. Kostenlos und so weiter. Das ist ja nicht wie bei der Deli Challenge, wo uns das irgendeinen Malus gibt. Gut. Da ist er also nicht. Eventuell hier. Oder hier? Ne, kann er nicht. Ist ein super Secret Raum. Hier könnte er noch sein. Oder aber an den Shop angrenzend. Natürlich auch am Dingensraum. Kann eigentlich fast nur hier sein oder am Curse-Raum. Auf jeden Fall werden wir die Typen hier sprengen, weil wir es können. Ups. Okay. Eigentlich hier einen Schwarzmarkt bekommen? Ich glaube ja. Dann sollten eigentlich zusehen, alle Steine zu sprengen, die wir können. Einfach aus der Chance heraus. Gut, in den Kursraum werde ich nicht nochmal reingehen. Auch wenn der Secret-Raum sein könnte. Einfach aus dem Grund, dass es jetzt in dem Setup zu viel HP kosten würde. Und daher weiter zum nächsten Level. Die Koffeinpille Speed Up Size Down ist eigentlich nicht schlecht. Sprengen wir mal alle Pilze, weil wir es können. Wer weiß, was die uns geben. Ich muss nur echt jetzt verinnerlichen, dass wir ständig Bomben furzen beim Schießen. Natürlich das beim Ausweichen mit berücksichtigen muss. Man kann nicht immer nur in der Ecke rumhängen. Oh, der Minimash. Size down, speed up. Und ein Range up. Balls of Steel Pille. Oh, dann können wir hier reingehen. Und mal eben auf Secret Raum prüfen. Hier gibt es glaube ich nur das Secret Raum, normalen gibt es hier nicht. Soweit ich weiß. Aber der bunte Stein ist sehr schön. Secret-Raum prüfen, wie immer. Und da ist er. Und er hat nur Herzen. Na gut. Schimmers ein Schlüssel auf Rabatt ist natürlich richtig geil. Ein geschenktes Herz auch. Und noch mehr Herzen? Ne. Egal. Mams Ei ist sehr interessant. Wegen der Freeze-Chance, die uns erheblich bei uns Ultra-Great-Fight helfen könnte. Wahrscheinlich ist das nächste Item, was wir kaufen. Und Robo-Baby ist auch toll. Jedes Baby ist eigentlich toll, was Lilith angeht. Das ist Robo-Baby 2.0, stimmt ja. So, annehmbar. Doppel-Robo-Baby ist immer schön.
Einfach Bobo Baby erst recht. Genauso wie das Rotten Baby in mehrfacher Ausführung richtig nett ist. Wo ist unser Bobo Baby? Ach da. Alles ineinander. Schön, es grenzt ja fast schon an Guppy. Was? Noch ein Schab? Okay, dann habe ich schon einen Devil Deal. War nicht so der Hit. Und der Devil Deal hat schwarze Herzen. Das ist solide, würde ich sagen. Die Dinger hier kaputt machen. Ah, schön, dass wir die Fliegen behalten haben. So. Mom's Ei. Ach, das Ei weg. Ah, das ist das Falsche. Egal. Gibt uns mehr Zeugs. Gut, das war's zu dem Level. Wird gelaufen. Ich kann noch ein paar Dinge hier sprengen, aber ansonsten war's das. Magic Mush wäre noch nett. Fehlt uns noch. Bombs are key. Das ist schön, wir brauchen nie wieder Schlüssel kaufen. Und weiter am Text. Okay, Itemraum hat Set Onion. Tier ist ab, wunderbar. Und Mom's Heals ist ein Range Up. Auch eine schöne Sache. Wir prüfen wieder auf Secret Raum wie gewohnt. An den angrenzenden Möglichkeiten. Natürlich ist das Grey Baby auch interessant. Gerade wegen der Vervielfältigungsmöglichkeiten. Deswegen ist doch immer der Secret Raum zu prüfen. Und sämtliche Schädel. Und alles. Hat mit dem Grey Baby nichts zu tun, aber. Keine Ahnung, wie ich jetzt darauf gekommen bin. Oh, so ein Scheiß. Arschkrampen. Blackfoot, Black Candle, ah, ich weiß nicht. Ist nicht so ganz das, was ich gedacht hatte. Apea bringt das auch nicht wirklich weiter. Immerhin können wir kostenlos neu würfeln. Wenn wir uns nicht total nass anstellen. Starter Deck ist interessant, aber nicht so super. Ups. Ach, der Secret Raum. Da ist er ja. Schauen wir mal, was der zu bieten hat. Kostenlose Bomben, gutes spart uns ordentlich Zeit. Halo, ja. Und dann schauen wir mal weiter, was der Run uns sonst noch so bringt. Wir können auch hier ein Herz spenden, weil wir es können. Ah. Okay. Alle Schädel sprengen, weil wir es können. Und dann geht's los. Man sollte natürlich besser nicht reinlaufen. Und jetzt fängt der Spaß an mit dem Doppelbaby.
Okay. Alter. Ach, Wrath. Wie süß. In die Richtung dreht er. Gut. Er ist erledigt. Und wir haben Carrot Queen. Als unseren Boss für den Devil Deal. Und der Devil Deal ist Krampus. Bitte, bitte, Love of Cold. Ah, Krampus hat bringt uns null. Okay. Was war das nochmal? Größere Fliegen? Ich verwechsel es überhaupt. Ist nicht Blue Babies Only Friend, das hilft uns also. Hype Mind, genau. Und dann würfeln wir noch ein paar Mal. Steam Sale bringt nicht wirklich was. Wo sind wir? Devs, da ist noch ordentlich. Doch, dann bringt Steam Sale was. Das könnte uns noch im nächsten Level noch mehrere Items bescheren. Von daher, ja. Bäh. Gut. Wir sind hier fertig. Abgesehen von den Schädeln. Wir springen, weil wir es können. Und weil wir immer noch einen Dry Baby wollen. Ein super Raumclear-Effekt. Oh, da sind noch ordentlich Räume, ja. Steam Sale bringt natürlich mehr, je früher man es kriegt. Das Team war, glaube ich, schlecht. Wir haben Spurs, Rage und Luck Up. Und wir haben die Mother Transformation, das heißt, wir haben ein Messerchen, das uns folgt. Wunderbar. Und Brother Bobby ist in dem Fall auch gut. Okay, was hat unser Shop? Oh, hier haben wir ja Codehanger. Schöne Sache. Man darf auch nicht vergessen, dass die Buttbombs im ganzen Raum im Prinzip Schaden machen. Das Ding brauchen wir nicht wirklich. Also können wir es auch sprengen. Und direkt den Wire-Code-Hänger mitnehmen. Oh, das Ding war glaube ich auch gut. Das macht glaube ich Herzen und noch ein Tears ab. Damage ab, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall geil. Dann schauen wir mal, was die Monster uns zu sagen haben. Und da hat die Plattform ordentlich Arbeit geleistet. Viel zu viel Schaden hier. Okay. Gleich nächsten Boss hier. Jetzt haben wir Pin. Ach ne, Loki. Doppel-Loki. Carrot Queen, mal wieder. Mal in einer schneller sterbenden Variante.
Okay, und unser Devil Deal Boss ist noch mehr Carrot Queen. Ich denke mal, damit können wir mittlerweile leben. Ja, der erste ist tot. Und die zweite wahrscheinlich auch bald. Wunderbar. Unser Devil Deal hat den Nagel. Nichts, was jetzt so interessant wäre, dass ich es nehmen würde. Okay. Was wollen wir kaufen? Mr. Dolly auf jeden Fall. Range und Tears up. Ordentlich Herzen. Und. Oh, Nuns Habit. Sehr interessant. Ja. Das Growth Hormones? Ich glaube. Speed und Damage up. Ich glaube, das sollte dann auch schon soweit reichen. Vielleicht müssten wir eigentlich ein gutes Setup haben. Gucken, ob wir noch was Tolles bekommen. Wir haben noch den Shop, wo wir auch nochmal. Wir sind jetzt in Womb. Wir haben sogar noch zwei Level, wo wir nochmal Kohle bekommen. Die Screw war ein Damage Up oder war es nur Tears und Shot Speed Up? Tears und Shot Speed, aber ist egal. Experimental Treatment könnte natürlich auch interessant sein, aber gut, wird nichts mehr. Nicht in diesem Level, nicht in diesem Leben. Okay. Auf zum nächsten Level. Wir haben noch genau zwei Shops. Ah, die Feuerrate ist geil. Oh, Two of Diamonds. Schöne Sache. Alles ausnutzen hier, was wir kriegen können. Unser Itemraum hat Harlequin Baby. Noch ein Baby. Okay, jetzt haben wir den Dingens Super Baby Transformation oder was? Speed up ist. Ja, ich meine, wir können es nicht. Es kostet uns nicht wirklich was. Mom's Purse könnte interessant sein. Mom's Bottle of Pills nicht unbedingt. Schauen wir mal, was es hier gibt. Wow, was feuert denn jetzt bitte in alle Richtungen unser Dingens? Warum kriegt denn der einen Triple Shot jetzt? Ist das der Effekt von der Transformation? Das wäre ja geil. Und Cricket's Head, ein Damage up. Alter, das ist richtig gut. Ups. Das war nicht beabsichtigt. Wenn wir noch 1 Cent zusammen kriegen und da ist noch 1 Cent, dann können wir direkt BFF holen, was unsere Babys bufft. Und unsere Kiste enthält Schlüssel und Knete. Wunderbar. Und wie natürlich BFF. Und danach benutzen wir irgendwie die Two of Diamonds auf bis an Dingens bis zum Shop-Level. Erstmal. Ja. Hier reingucken. Wenn es sich lohnt. Hat's leider nicht. Doch, da habe ich unbedingt aufgepasst. Damage. Das ist einfach nur abartig. Oh, Death. Death ist tot. Na sowas. Verpasst.
Oh, zweimal Little Horn. Beide tot. Und der Devil Deal hat Dead Cat und Dead Bird. Dead Bird ist richtig gut. Dead Bird brauchen wir. Weil das unsere Überlebenschancen absichert, falls wir gegen Ultra Greed Schaden nehmen. Okay, hier kann man noch einmal abkassieren. Oder auch nicht. Auf zum nächsten Level. Oh, Kacke. Toll, Kacke. So. Okay, der Shop. Das letzte Ding, was wir bekommen. Irgendwas, was wir kaufen wollen. Ja, die Car Battery. Wegen dem Doppeleffekt des Spacebar Items. Geile Sache. Absolut. Erstmal farmen wir ordentlich Knete und verdoppeln die. Weil wir unsere 99 Cent bekommen. Ups, eine Fliege. Das war nicht gut. Ist ein bisschen problematisch, dass ich kaum noch durchsehe, was ich mache. Jetzt können wir verdoppeln. Ja. Ups, das war doof. Car Battery und die 9 Volt. Ja. Oh, der D20. Scheiße. Ich sehe Potenzial, aber wir haben nicht genug HP Recovery, um was draus zu machen. Das ist natürlich doof. Wir brauchen erstmal Spirit Hearts, die wir kaufen können. Sonst sind wir sowieso am Arsch. Da eigentlich ein Devil Deal. Noch anlocken sollen. Ja, die ist nicht das, was ich suche. Oh, sehr gut. HP. Alles, was HP bringt. Ja, noch mehr HP. Und Begleiter. Auch gut. Zumal die gebufft ist. Nicht geht da auch so mehr als 10 Stück spawnen können, 50 Cent reinschmeißen können. Bloodplot ist Damage Up ist sehr wichtig. Und jetzt haben wir, glaube ich, gute Karten, um hier durchzukommen. Schauen wir mal. Alter Falter, der Effekt von der Car Battery. Ah, ist das schön. So habe ich mir das vorgestellt. Doppelte Wirkung, wir bekommen wesentlich mehr Ladung raus. Und unser Devil Deal bringt uns Mom's Knife. Ah. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, zumal es die Fliegenspawns aussetzt, aber wir haben ja Fliegen von. Nee, wir lassen Mom's Knife, das bringt uns nichts. Aber wir haben, glaube ich, genug Kohle für den
letzten Shop. Für den Ultra Greed Fight. Nehmen wir hier noch mit, was wir können. Ups. So. Und machen uns dünn. Obwohl. Ah. Nicht wert. Guck mal, ob wir einen Secret-Raum hier haben. Der Vollständigkeit halber. Damit wir uns nicht hinterher ärgern. Ja. Ziemlich effektfrei das Ganze. Okay, auf geht's. Oh, der Quarter. Schöne Sache. Auf in den Kampf. Und wenn wir Schaden nehmen sollten, dann bringt uns das einen fetten Bonus ein. Ich sehe nur nicht, wo ich bin. Was nicht so gut ist. Immer schön in Bewegung bleiben. Damit wir dann entsprechend verdoppeln können, wenn es sein muss. Das war ein Furz, also bewegen wir uns und wir haben voll die eigene Bombe erwischt. Ich sehe nicht mehr durch. Ich sehe überhaupt nicht mehr durch. Ich hoffe, wir sterben nicht bei der Aktion. Aber immerhin wird er ein Problem haben, irgendwas auf uns zu spawnen hier mit dem Schaden. Ich muss nur mit den Spawns aufpassen. Die fliegen! Die fünf fliegen um uns rum. Geile Scheiße. Ich glaube, die Carbatry und Nuns Habit war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe in dem Run. Box of Friends. Guckt euch das an. Ich würde ja zählen, aber ich glaube, damit brauchen wir gar nicht anfangen. Ein schöner Kreis. Treuer Begleiter, die tierisch own. Gucken, ob wir hier noch die Viecher sprengen können. Um noch mehr Kohle zu bekommen. Ups. Nicht sterben hier wegen so einer blöden Aktion. Ah. Hey, ein Coin. Mal zwei Coins. Ja. 821 XP für Luz. 821 Begleiter. Guck mal, was ich hier abgezogen habe. What the f... Car Battery, Nuns Habit, BFF. What the fuck? Ein riesen Clusterfuck an Schaden. What the hell? Und den Triple Shot ist dadurch bekommen, dass ich irgendwie X Begleiter aufgesammelt habe. Das ist die Begleiter-Transformation sozusagen. Krass. Oh, ich kann es noch einmal benutzen. Schwupps. Vor allem die Begleiter fliegen da, ja. Die sieben Stück jetzt. Durch die Car Battery wirkt also das zusätzliche Spawn von Begleitern doppelt. Das heißt, von jedem Begleiter kommen zwei hinzu, statt nur einer. Und durch Nuns Habit habe ich jedes Mal eine Ladung bekommen durch das Schaden nehmen. Guck mal, wir können malen. Wir haben einen Kringel. What the hell? Gucken, wie viel wir reinfüttern können hier. Zwischendurch gab es eine Tour of Diamonds, die ich ausgenutzt habe.
Das war doch ordentlich. Ich meine, wenn man ein paar solcher Runs hinlegt, dann kann man sich auch sparen, den zu exploiten. Ja. Ich glaube, ich komme über 200 Cent, damit wieder irgendwas freigeschaltet wird. Ich bin noch null, gut, auch mit null Chance kaputt zu gehen. Ja. Ah, vor den Greedrun mit Lilith hatte ich echt Schiss, weil er sehr viel von ihr Schaden davon abhängt, ob sie ordentlich Begleiter spawnen kann. Ja. Ich fass es nicht, wir haben Special Shopkeepers mit dem letzten Cent bei 234. geil. Hui. Und Abflug. Ich würde sagen, das war ein würdiger Ersatz für die Daily Challenge. Sah auf jeden Fall im Ansatz nicht schlecht aus. Nein. Ich frage mich immer noch, wie in der Kiste Steine runterkommen können, aber gut. Weil... Baum. Oh.